Moin. Einige haben mir kommentiert, ich hätte Frau Baerbock neulich viel zu scharf angegriffen, weil wir momentan in dramatischen Zeiten leben und sie muss jetzt ihre Arbeit machen mit ihrem Team. Und jetzt hört euch mal an, was betroffene deutsche Staatsbürger hier, die in Israel festsitzen, dazu sagen, wie das alles bei uns so abläuft. Ganz interessant. Der deutschen Botschaft und dem Auswärtigen Amt mittlerweile ist der Kontakt auch wirklich möglich. Informationen gibt es leider keine. Also mittlerweile sitzen wir auch eigentlich fast alleine hier im Hotel. Alle anderen Nationalitäten sind ausgeflogen worden. Es ist also unfassbar, dass wir Deutschen wieder einfach viel zu langsam sind oder viel, viel langsamer als alle anderen, ganz offensichtlich. Wir sehen es hier, wie gesagt, wir sind mittlerweile alleine. Wir hatten einen Flug mit der Lufthansa gebucht. Die Lufthansa ist bekanntermaßen ja die Fluggesellschaft, die als erstes gesagt hat, wir fliegen nicht mehr. Das heißt, wir wären eigentlich am Sonntag zurückgeflogen, wo es noch vermeintlich sicher war und alle anderen Fluggesellschaften auch geflogen sind. Das heißt, auch die deutschen Touristen, die mit uns im Hotel waren, sind alle weg, die mit Ryanair und wie sie sonst alle heißen geflogen sind. Die Lufthansa-Touristen sind hier sitzen geblieben. Wir sind jetzt Krass. mehrfach umgebucht worden. Aktuell ist auch der letzte Flug heute gestrichen worden, den die Lufthansa uns für den 15. angeboten hatte. Wir haben mehrfach versucht, was ja immer wieder gesagt wird, man soll sich Privatflüge suchen, das haben wir gemacht. Wir sind allerdings mit 3 Erwachsenen und 4 Kindern und wollen uns selbstverständlich nicht von den Kindern trennen. Das heißt, wir brauchen einen Flug mit 7 Plätzen und sie bekommen definitiv im Moment keine Flüge mit 7 Plätzen, egal wohin. Also wir haben mittlerweile 4 Flüge privat gebucht, auch die sind alle gecancelt worden mit verschiedensten Fluggesellschaften. Und wir hoffen gerade inständig auf diese sogenannten Evakuierungsflüge. Da haben wir alleine heute mehrfach mit dem Auswärtigen Amt und mit der Botschaft telefoniert, wo wirklich engagierte und freundliche Mitarbeiter sitzen, die selber sagen, ja, wir warten selber auf Informationen. Es wurde angekündigt, es wird ein Link verschickt über diese Elefant-Portal-App heute Vormittag. Bisher ist da nichts gekommen. Man kann uns nichts sagen. Das gibt's doch nicht. Ich bin fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Verständlich. Was empfinden Sie denn oder wie sehen Sie denn den Vorschlag des Auswärtigen Amts, dass man doch mit dem Bus nach Jordanien fahren könnte und Ja, dann klar. von dort aus nach Deutschland kommen könnte? Sie haben gerade gesagt, Sie sind 7 Personen, Sie haben Kinder dabei. Ist das überhaupt zu bewerkstelligen, Es logistisch? ist, brauchen wir gar nicht weiter, es geht, wird noch dramatischer gleich, aber ich möchte Frau Baerbock mal was zeigen, weil ich weiß gar nicht, ob das bei uns so angekommen ist. Es gibt so etwas Ähnliches, das nennt sich Bundeswehr und da gibt es eine Truppengattung, die nennt sich Luftwaffe. Und das hier ist ein, hier, mal genau schauen bitte, das ist ein A400M, M steht für Military, also Militär. Und damit könnte man, also rein theoretisch, also das machen zum Beispiel alle anderen Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien, UK, selbst Holland, ja, Holland, die Niederlande, haben ihre Staatsbürger schon ausgeflogen. Also an Tag 1. Jetzt müsste man vielleicht so eine Art Telefon in die Hand nehmen, also ohne Faxgerät geht das, und dann ruft man vielleicht bei dem Verteidigungsminister an und dann sagt man, du flieg mal dahin und hol mal unsere Staatsbürger raus, statt dass sie 300 € bezahlen für den Linienflug, der sowieso nicht kommt und wenn überhaupt nur für 2000 Leute, aber es sind 5000 auf der Liste. Es ist abenteuerlich, von was wir regiert werden, die keinerlei Ahnung haben von ihrem Job. Das gibt's doch gar nicht, weil keiner mehr Verantwortung übernimmt und sagt jetzt, so wird's gemacht. Punkt. Also, wir brauchen Neuwahlen.